Es war eine lange, kalte Zeit. Du wohntest nah und doch so weit. Du warst damals in der DDR. Und ich dachte, ey, wie schön das wäre, wenn die Mauer fällt. Ja, das wollen wir sehen. Üblich war in dieser Zeit, in diesen Neubaublocks, dass jeder Hauseingang einen Hausvertrauensmann hatte. Er musste die Hausgemeinschaft mehr oder weniger führen. Das heißt, er war verantwortlich, Veranstaltungen durchzuführen, Grünanlagen, Pflege oder Arbeitseinsätze. Ich war von 1984 bis 1986 Hausvertrauensmann in diesem Hauseingang, der 12 Parteien umfasste. Andreas Schelzig ist Ringer. Seine Karriere im Leistungssport hat er gerade beendet und arbeitet jetzt als Trainer. Mit seiner Familie wohnt er in Suhl. Die Funktion des Hausvertrauensmannes hat Andreas Schelzig nicht freiwillig übernommen. Das war einfach ein Posten, der staatlich verordnet war. So richtig gewollt hat es keiner, sodass wir uns irgendwann mal in einer Hausversammlung geeinigt hatten, dass jeder von uns den Posten 2 Jahre führt und dann nach den 2 Jahren an den Nachbarn weitergibt. Hausvertrauensmann Andreas Schelzig muss das Hausbuch führen, ein wichtiges Dokument. Lieber Besuch ist angereist. Man hat sich lange nicht gesehen. Die neue Wohnung, die neue Arbeit, alles will besprochen werden. Wollen Ihre Gäste länger als 3 Tage bleiben, müssen Sie sich innerhalb der ersten 3 Tage ins Hausbuch eintragen lassen. Die Hausbücher werden von den dazu beauftragten Bürgern ehrenamtlich geführt. Ihnen gebührt Dank. Kommt Westbesuch, egal ob für einen Tag oder länger, so muss er sofort ins Hausbuch eingetragen werden. Es kam auch schon vor, dass Leute aus dem Haus oder aus dem Nachbareingang auf mich zugekommen sind und haben dann gefragt, ob ich wüsste, dass jetzt schon seit 2, 3 Tagen ein Auto aus der Bundesrepublik Deutschland auf dem Parkplatz stehen und ob ich wüsste, wem das gehört oder zu wem der Besuch gehört und ob das eingetragen wurde ins Hausbuch. Doch nicht nur eifrige Nachbarn wenden sich an den Hausvertrauensmann Andreas Schelzig. Eines Tages, es war früh um 8, klingelt es an meiner Wohnungstür. Herr Schelzig? Stellt sich ein Major der Staatssicherheit vor. Der wollte von mir Auskunft über einen Mitbewohner aus dem Hauseingang, der zum Reservistendienst in die NVA eingezogen werden sollte. Einen Platz habe ich ihm nicht angeboten, weil ich eigentlich das Gespräch schnell beenden wollte, weil ich mich für Spitzeldienste nicht hergeben wollte. Ich soll dann praktisch ausgehorcht werden, was der Hausbewohner für ein Verhältnis zur Familie hat, zu seinen Kindern, ob es oft Streit gibt, ob es recht laut in der Wohnung zugeht, wie oft er ins Wirtshaus geht, ob er betrunken von nach Hause kommt. Dieser Offizier der Staatssicherheit wollte von meiner Aussage abhängig machen, ob der Hausbewohner heimatnah oder heimatfern seinen Reservistendienst bei der Nationalen Volksarmee ableisten sollte. Ich persönlich habe diese Atmosphäre als sehr unangenehm empfunden. Ich wollte nichts Falsches sagen. Ich habe dann seine Fragen so weit, wie ich wollte oder konnte, beantwortet. Eher mehr belanglos und nicht in die Tiefe gehend. Ich kam mir manchmal vor wie in so einem Verhör. Zum Schluss kam ich mich ja fast schuldig vor. Dass Stasi-Mitarbeiter sich so schnell zu erkennen geben, geschieht selten. Sich ständig kontrolliert zu fühlen, das gehört zum Alltag damals in der DDR. Wenn ein Unbekannter an deiner Tür geklingelt hat,
ob das nun ABV oder ob sie sich als Stasi oder Kripo ausgegeben haben, da sank dir das Herz aber ganz tief runter. Das war ja so wie im Moment, die holen dich mit, ne? Also ich denke, wer jeder, der so eine Begegnung hatte in diesem Moment, wo die erste Begegnung an der eigenen Wohnungstür war, jetzt kommt der rein und nimmt dich mit. Das war so die Grundangst, die da sofort hochkam und sofort ein Schuldbewusstsein, was hast du denn falsch gemacht oder so eine Sache. Und diesen Moment haben sie natürlich auch dann ausgenutzt, um Fragen zu stellen und eventuell Informationen zu sammeln. Ne? Das Ministerium für Staatssicherheit ist ein gigantischer Apparat. Die Zentrale in Berlin gleicht einer Festung. Dazu kommen 14 Bezirksverwaltungen und 209 Kreisdienststellen. Ende der 80er Jahre gibt es etwa 91.000 hauptamtliche Mitarbeiter. Jeder Hauptamtliche ist Mitglied der Partei, der im Staat bestimmenden SED. Das Grundverständnis war ja, das MfS war Schwert- und Schilderpartei. Und das MfS hat nichts ohne Parteiführung in den grundsätzlichen Orientierungen unternommen. Im Detail, die operativen Maßnahmen wurden nicht mit der Parteiführung abgestimmt. Aber wesentliche Konzeptionen und Zielstellungen kamen von der Parteiführung. Das Ministerium für Staatssicherheit ist 1950 aufgebaut worden. Vorbild für jeden Mitarbeiter ist der Gründer des bolschewistischen Geheimdienstes CK, Felix Dzerzhinsky. Die Feinde, das sind die sogenannten Agenten des Imperialismus, die der sozialistischen DDR von außen schaden wollen. Die Feinde, das sind von Anfang an auch DDR-Bürger, die die SED-Führung kritisieren. Säuberungsaktionen und Verhaftungswellen prägen die 50er Jahre. Tausende verschwinden in den berüchtigten Untersuchungsgefängnissen der Stasi. Seit 1957 ist Erich Mielke Minister für Staatssicherheit. Ein Mann, der nicht viel Federlesens macht mit den Feinden des Sozialismus. Mielke baut konsequent einen Staat im Staate auf. Er will, dass sein Ministerium über alles im Land Bescheid weiß und alles beeinflussen kann. 1976 steigt Mielke zum Mitglied im SED-Politbüro auf, dem innersten Zirkel der Macht. Neben Staatschef Honecker wird er zum zweitmächtigsten Mann. Außenpolitisch ändert sich gerade viel. Die DDR-Führung will staatliche Anerkennung und unterzeichnet 1975 die KSZE-Schlussakte in Helsinki. Der Vertrag verpflichtet zur Einhaltung der Menschenrechte. Viele DDR-Bürger hoffen auf neue Freiheiten, mehr Offenheit. Ihre Welt ist seit dem Mauerbau 1961 stark eingeengt. Das waren so die stillen Hoffnungen, also wenn da unterschrieben wird, dass sich einfach was ändert für uns in der DDR. Dass einfach der Vorhang auch gen Westen weggeht, dass wir eventuell irgendwann mal die Chance haben, also sicherlich nicht in den ersten 5 Jahren, aber irgendwann so die Möglichkeit, doch mal die Welt noch ein bisschen anders zu erreisen als nur den Osten, das war so eine Hoffnung. Neue Freiheiten? Fehlanzeige, stellen Journalisten aus dem Westen bald fest, als sie versuchen, in der DDR Kritiker zu interviewen. Im Auftrag des Staates, ja. Ja, aber von welcher Organisation, wenn ich fragen darf? Vom Ministerium des Innern sind wir. Ihnen ist das bekannt, dass Sie hier nicht Ihr journalistisches Vorhaben verwirklichen dürfen. Unterlassen Sie bitte das Filmen hier. Bilder, die im Westen empfindlich dem Ansehen der DDR-Regierung schaden. Es kommt zu einem Strategiewechsel. Statt offen soll nun verdeckt gegen kritische DDR-Bürger vorgegangen werden. Für die Stasi gilt die neue Richtlinie 176. Sie legt fest, wie mit Staatsfeinden künftig verfahren werden soll. Die Methode heißt jetzt Zersetzung durch systematische Organisierung beruflicher und gesellschaftlicher Misserfolge, Untergrabung des Selbstvertrauens einzelner Personen, Erzeugen von Misstrauen und gegenseitigen Verdächtigungen. Familie Pollack, eine angesehene Arztfamilie aus Ludwigslust, bekommt die neuen Methoden am eigenen Leib zu spüren. Wir lebten in einem Doppelhaus. Mit den Nachbarn hatten wir ein sehr gutes Verhältnis. Und eines Tages zogen diese Nachbarn weg. Es wurde gebaut und gebaut. Das dauerte ein Vierteljahr. Es waren Handwerker in dem Haus. Wir haben das eigentlich seltsam gefunden, diese ganze Art und Weise. Familie
Familie Pollack führt eine private Arztpraxis. Die in Kassel lebende Mutter von Irmlind Pollack ist krank. Deshalb stellt die Familie Ende 1975 einen Ausreiseantrag. Die oberen Organe fielen natürlich aus allen Wolken, weil mein Mann ja auch gebraucht wurde als einziger HNO-Arzt hier weit und breit. Irmlind Pollack und ihr Mann erfahren, was es heißt, ins Visier der Stasi zu geraten. Die Kreisdienststelle in Ludwigslust eröffnet den operativen Vorgang Doktor und erarbeitet aufwendige Maßnahmepläne. Ziel ist es, dass die Familie ihren Ausreiseantrag zurücknimmt. Dass so lange im Nachbarhaus gehämmert und gebohrt wird, hat einen Grund. Die Stasi baut eine Abhöranlage in die Trennwand der Doppelhaushälften. Die Gespräche der Familie werden mitgehört, aufgezeichnet und ausgewertet. Obwohl Irmlind Pollack und ihr Mann nicht wissen, wie massiv die Stasi gegen sie vorgeht, fühlen sie sich zunehmend verunsichert und beobachtet. Wir haben auch damit gerechnet, dass bei uns Wanzen vielleicht eingebaut sind. Wir hatten auch Besuch beispielsweise von der Feuerwehr, die kontrollieren wollten, ob das Haus auch feuersicher ist. Wir haben bei all diesen Besuchen immer gedacht, das ist Stasi. In Ludwigslust gehen Stasi und Partei gemeinsam vor. Die SED-Kreisleitung sichert ausdrücklich ihre volle Unterstützung bei der Isolierung des Dr. Pollack in der Öffentlichkeit zu. Böse Gerüchte werden verbreitet. Man hat ja versucht, uns schlecht zu machen, ist auch sehr privat geworden. Man hat verbreitet, dass wir durchbrennen, dass wir Liebesverhältnisse mit dem und mit jenem haben, dass mein Mann trinkt und Feten feiert und dass wir keine Freunde haben. Die Stasi geht noch einen Schritt weiter. Jetzt soll es der Familie wirtschaftlich an den Kragen gehen. Ein neuer Arzt wird als direkter Konkurrent eingesetzt. Er soll Dr. Pollack die Patienten wegnehmen. In Folge verringert sich das Einkommen des Ehepaares. Ausgerechnet dieser neue Arzt zieht als Nachbar nebenan ein, nachdem er sich zur Zusammenarbeit mit der Stasi bereit erklärt hat. Im Hintergrund stand ja immer die Bedrohung, dass man mein Mann die eigene Praxis kündigt, dass er nicht mehr frei praktizierender Arzt sein darf. Auch wenn ihre Ausreiseanträge ständig abgelehnt werden, Familie Pollack schreibt neue. Dabei wird ihr Ton schärfer. Für die DDR empfinden wir Verachtung, Abscheu, Hass und Feindschaft. Noch vor einigen Jahren hätte man DDR-Bürger nach solchen Äußerungen kurzerhand verhaftet, ihre Kinder in ein Heim gesteckt. Doch die Zeiten haben sich geändert. Verdeckt operiert die Stasi weiter. Man versuchte uns einzuschüchtern und unsere Meinung und unser Verhalten zu ändern. Die Stasi beginnt damit, die Familie ständig zu überwachen. Sie folgt dem Ehepaar auf Schritt und Tritt, ist bei Ausflügen und Ärztekongressen dabei. Bei jeder Übernachtung in einem Interhotel erhält die Stasi das Zimmer nebenan und installiert ihre Abhörtechnik. Sogar hier wird die Privatsphäre von Irmlind Pollack und ihrem Mann schamlos belauscht. Weiterhin unterhielten sie sich über verschiedene Speisen. Dabei hörte man klassische Musik. Gegen 20.45 Uhr führte man GV durch. Anschließend unterhielten sie sich über belanglose Dinge. Ab 21.15 Uhr herrschte Ruhe im Objekt. Im August 1978 erkrankt die Mutter von Irmlind Pollack lebensbedrohlich. Die Stasi erkennt ihre Chance und erpresst das Arztehepaar. Daraufhin sind wir gleich zum Rat des Kreises, haben gesagt, es ist eine Notsituation und ob ich nicht meine Mutter besuchen dürfte. Daraufhin wurde uns glashart gesagt, nehmen Sie den Ausreiseantrag zurück, um 13:30 fährt der Zug und Sie können fahren. So, dann stand ich also vor der Entscheidung. Beharren wir auf unserem Ausreiseantrag und ich sehe meine Mutter nie wieder oder wir nehmen ihn zurück und ich kann in 2 Stunden fahren. Und
Unter den Umständen war mir da erstmal wichtiger, dass ich zu meiner schwerkranken Mutter fahren kann. Und wir haben den Ausreiseantrag da zurückgenommen. Seit Jahren wird auch der DDR-Liedermacher Wolf Biermann überwacht. Durch seine kritischen Texte missfällt er der Staatsführung. Dennoch darf er im November 1976 ein Konzert in Köln geben. Wolf Biermann erfährt, dass er nicht mehr in die DDR zurück darf. Er ist ausgebürgert. Das schlug wie eine Bombe ein und das konnte keiner verstehen. Entsetzen, Angst, wenn die sich jetzt trauen, schon die eigenen Leute rauszuschmeißen. Was kann denn hier noch alles passieren? Ne? Und es kamen die Fantasien, 68 Prag, 53 irgendwann mal da Ungarn. Also was trauen die sich mit dem eigenen Volk hier eigentlich noch zu tun? Überall im Land wird gegen die Ausbürgerung Biermanns protestiert. Die DDR gerät in die größte innenpolitische Krise seit dem Volksaufstand von 1953. Die Stasi versucht, die Proteste zu unterdrücken mit alten Methoden, Verhaftungen und Verhöre. Die Protestwelle hatte die Stasi nicht vorhergesehen. Im Zuge der Biermann-Ausbürgerung wird die Überwachung im Land massiv ausgebaut. Stasi-Mitarbeiter werden monatelang geschult. Sie sollen die Richtlinie 176 mit ihren leisen und verdeckten Methoden verinnerlichen und künftig richtig anwenden. Dabei wird ihnen ein Feindbild vermittelt, das erlaubt, die Staatsfeinde zu hassen. Die meisten Stasi-Mitarbeiter sehen sich selbst als gesellschaftliche Elite. An Staatsfeiertagen hagelt es Auszeichnungen und Beförderungen. Man bleibt gern unter sich. Das Ministerium für Staatssicherheit ist eine geschlossene Gesellschaft. Es gibt viele Familien, in denen alle bei der Stasi sind. Über das, was sie tun, dürfen sie mit anderen nicht reden. Auch ihre Arbeitsstelle soll geheim bleiben. Selten haben sie private Kontakte außerhalb des Ministeriums. Bei den Feiern werden keine Kosten gescheut. Das Beste ist gerade gut genug. Mehrere Millionen Mark werden pro Jahr allein für Prämien ausgegeben. So stellte der VÖB Edelschmiede 1987 dem Ministerium für Staatssicherheit 18.896 DDR-Mark in Rechnung. Für Perlen, Granat- und Korallenringe. Der Nachwuchs wird gezielt ausgesucht. Sich bei der Stasi zu bewerben, das ist unmöglich. Wer dagegen Eltern hat, die im Ministerium arbeiten oder die als gute SED-Genossen bekannt sind, der wird angesprochen. Der Elite-Gedanke wird früh geweckt. Es gibt Ferienlager nur für Kinder aus Stasi-Familien. Sie bringen die richtige ideologische Haltung schon von Haus aus mit. Beim Manöver lernen sie frühzeitig, Feinde zu bekämpfen. Mitarbeiter der Stasi besuchen die Jugendlichen in den Ferienlagern. Hier finden sie potenzielle Nachwuchskader. Die Betonung unserer Aufgabe liegt das in der Aufklärung und in der Gewährleistung der inneren Sicherheit der Deutschen Demokratischen Republik. Aufgrund der Erziehung meines Elternhauses und in der Schule möchte ich zum Wachregiment und danach anfangen beim Ministerium. Viele junge Genossen waren erstmal begeistert, dass sie ausgesucht worden sind. Man durfte sich ja nicht bewerben. Bewerber gab es ja nicht. Und es wurde dann auch ein Gefühl hineingetragen, das ist eine Ehre und du bist ausgesucht. Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre findet ein Generationswechsel statt. Viele der jungen hauptamtlichen Mitarbeiter kommen aus der Kaderschmiede. Sie werden an der Juristischen Hochschule des Ministeriums für Staatssicherheit in Potsdam-Eiche ausgebildet und treten an die Stelle der alten Kader. Eines Sonnabendmittags, ich saß gerade beim Mittagessen, damals noch bei meinen Eltern, bekam ich einen Anruf von meiner Dienststelle und ich wurde doch dringend gebeten, zum Bahnhof Schöneweide zu fahren, weil dort sich
ein paar Leute versammeln sollten und mit dem Zug nach Cottbus fahren wollten zu ihrem Konzert. Sollte ein Konzert einer nicht lizenzierten Punkgruppe sein und unsere Leute in Cottbus hatten sich entschlossen, dieses Konzert zu verhindern. Und zu diesem Zweck machte ich mich dann auf der Socke und fuhr zum Bahnhof Schöneweide, um dort mit den Leuten zusammen, die dort schon vor Ort waren, das zu organisieren. Jürgen Breski ist Oberleutnant in der Berliner Bezirksverwaltung. Junge Mitarbeiter wie er werden bevorzugt eingesetzt, um die alternative Jugendszene zu bekämpfen. Also unter negativ dekadenten Jugendlichen verstand man sicherlich alle die, die schon in ihrer Lebensweise vom Mainstream der Jugend abwich. Es gab sicherlich Zeiten, da hat es genügt, einen Parker zu tragen, um negativ dekadent in der DDR zu sein. Diese Jugendlichen sind in den Augen der Stasi die potenziellen Staatsfeinde von morgen. Sie sollen in der Öffentlichkeit nicht mehr auftreten. Für die Staatsorgane demonstrieren sie einen westlichen Lebensstil. Unter bestimmten, von der Anzahl her relativ kleinen jugendlichen Personenkreisen zunehmend sozialismusfeindliche bzw. fremde Erscheinungen in Form pseudopazifistischer, anarchistischer, neonazistischer bzw. neofaschistischer, aber neonazistischer bzw. neofaschistischer, aber besonders dekadenter Denk- und Verhaltensweisen zeigen. Dabei handelt es sich besonders um solche nach westlichen Verhaltensmustern auftretende Kräfte wie Punks, Sheehans, Heavy Metals und deren Sympathisanten. Um einen solchen Einsatz gegen Jugendliche geht es auch an jenem Samstag, als Jürgen Breski zum Bahnhof Berlin-Schöneweide befohlen wird. Also ich kam da vielleicht 20 Minuten vor Abfahrt des Zuges an und keiner hatte die Absicht, wegen 20 Leuten dort irgendwo in den Bahnverkehr einzugreifen und den Zug nicht fahren zu lassen. Guten Tag, Genossen. Und da wurde ich von dem Verbindungsoffizier kurz vorgestellt, dass ich derjenige bin, der also dort die operative Arbeit zu leisten hat, der für das Fachgebiet zuständig ist und der Ihnen jetzt erklärt, was Sie einfach zu tun haben. In dem Fall war klar, dass Sie für uns Dienstleister waren. Überall in der Gesellschaft hat die Stasi ihre Verbindungsleute. Bei konkreten Einsätzen, wie im Bahnhof Berlin-Schöneweide, sind es dann aber ausschließlich die hauptamtlichen Mitarbeiter, die allen sagen, wo es lang geht. Also das war nun so, dass wir denen erklärt haben, okay, die Leute laufen bewusst in zerlumpten Klamotten rum. Da ist mancher auch mit dem Irokesenschnitt dabei, da sind gefärbte Haare dabei, die ja für den normalen DDR-Jugendlichen ja nun nicht so typisch waren. Und danach sind die los. Also war ja nicht viel Zeit, sie mussten ja handeln. Es gab ja nicht viel Zeit, irgendwelche größeren Reden zu halten. Die wurden damals hieß es einfach mal, zur Klärung eines Sachverhalts zugeführt. Diesen Rechtsbestand kannte das DDR-Recht. Da konnten sie sich auch nicht gegen wehren. Der Sachverhalt war das Konzert. Man hat die Leute auch belehrt, dass nachdem sie sagten, dass sie zu diesem Konzert wollen, dass das ein Konzert einer nicht lizenzierten Musikgruppe in Cottbus ist, dass sie halt belehrt werden, dass sie dort nicht hinfahren dürfen. So, und insoweit hin hat man da auch nicht viel Fehlerlesen zu DDR-Zeiten gemacht. Eigentlich ging es ja nur darum, die Leute so lange festzuhalten, bis sie wirklich nicht mehr in der Lage waren, den Zug zu erreichen. So, und danach wurden sie von den anwesenden Transportpolizisten befragt. Ja, denn habe ich die Liste der Leute gekriegt. Man kannte ja die Pappenheimer, hat sich die angeguckt, wer ungefähr da war. Und es interessiert natürlich auch die gesamten Kommunikationsstrukturen, um das mal einfach deutlich zu erklären. Bei solchen Aktionen versucht die Stasi, Jugendliche als inoffizielle Mitarbeiter anzuwerben. Jürgen Breski ist selbst erst Mitte 20 und schon ein Führungsoffizier, der mehrere IMs führt. Es gab ja in den 80er Jahren den fast Titel, muss man sagen, IM-führender Mitarbeiter. Sicherlich habe ich die Arbeit, IM zu führen, gerne gemacht. War ja eine interessante Geschichte. Man war eigentlich auch mit Menschen zusammen. Man hat die unterschiedlichsten
Herausforderung eigentlich gehabt. Das ist ja auch nie eintönig geworden. Okay, dann mach das für dich und ich will dich hier nie wiedersehen. Wenn da einer ein bisschen auskunftsfreudiger war, dann haben wir natürlich überlegt, naja, wenn der da schon ein bisschen auskunftsfreudig ist, vielleicht lässt sich das irgendwo ausnutzen. Für eine mögliche inoffizielle Tätigkeit. Man hat den Vorteil, dass man nicht irgendeinen anders schaffen muss. Wenn ich sonst versuche, eine Quelle oder einen offiziellen Mitarbeiter zu bewerben, dann muss ich irgendwo einen Anlass finden, um mit ihm ins Gespräch zu kommen. Es ist ja eine relativ ungleiche Situation erstmal für ihn. Was wollen Sie mal werden? Er ist der einfache kleine Jugendliche, der hier erst einmal vollständig auf sich allein gestellt ist, der ja noch nicht die große Lebenserfahrung mitbringt. Und auf der anderen Seite sitzt jetzt die Staatsmacht. Ich habe mich natürlich nicht als MFS zu erkennen gegeben, sondern als Kriminalpolizei. Da konnte man ihnen schon einfach mal Linderung ihrer Qualen versprechen und konnte so ein bisschen den guten Onkel rauskehren. Das war einfach Routine. Stasi-Chef Mielke will, dass Kontaktleute aus allen gesellschaftlichen Bereichen seinem Ministerium zuarbeiten. Vielleicht dürfen wir nicht zulassen, dass es irgendwo weiße Flecken beim Schutz der sozialistischen Ordnung und des friedlichen Lebens der Bürger gibt. Überall brauchen wir Patrioten und Vertraute, freiwillige Helfer und Kontaktpersonen, die uns in unserem Kampf unterstützen. Es darf keine Stelle geben, wo nicht wenigstens eines unserer Organe präsent ist. Die Schutzpolizisten lösen ihre Aufgaben gemeinsam mit gesellschaftlichen Kräften. In erster Linie sind das die freiwilligen Helfer der Volkspolizei und die FDJ-Ordnungsgruppen. Guten Tag. Tag. Guten Tag. Ist schon was los? Ja. Ja. Die Stimme ist toll. Jugendamt ab 16 Jahren. Ja, ich komme heute halt auch nochmal vorbei. Ja. Mhm. Schönen Abend. Gut. Es wurden auch gesellschaftliche Kräfte mit genutzt, nicht nur IM, sondern auch ABV und Polizeihelfer, die dann berichten sollten, wann der nach Hause gekommen ist, wann er weggeht, wer zu Besuch war, am besten noch festzustellen, wer zu Besuch kommt, Fotografien zu machen von den Besuchern, also Bewegungsabläufe festzustellen. Da wurden dann auch Kräfte außerhalb des MFS und außerhalb der Polizei mitgenutzt. Wie eine Krake hat sich die Stasi seit Anfang der 80er Jahre überall in der DDR-Gesellschaft breit gemacht. Jeder staatliche Funktionär soll Mielkes Leuten helfen. Für eine heimliche Wohnungsdurchsuchung bei einer Familie braucht die Stasi den Schlüssel. Dabei helfen dann auch schon mal Schuldirektor und Lehrer. Sie führen in der großen Pause eine Taschenkontrolle durch und entwenden einer Schülerin den Wohnungsschlüssel. So kann die Stasi unbemerkt ihre Schnüffelaktion in der Wohnung der Eltern durchführen. Vorsicht und das Gefühl, ständig kontrolliert zu werden, prägen die DDR-Gesellschaft. Viele passen sich an. Nur nicht auffallen, keinen Konflikt mit der Obrigkeit. Die Kinder hören zu Hause anders als in der Schule. Viele Menschen haben zwei Meinungen, eine offizielle und eine private. Sie wägen genau ab, was sie wem, wann und wo erzählen. Damals in der DDR. Ich denke, diese Selbstbeschränkung ist eigentlich das Schlimmste, was dieses Stasi-Regime mit uns gemacht hat. Ne? Man hat freiwillig darauf verzichtet, bestimmte Dinge klar und deutlich beim Namen zu benennen und immer nur mit Andeutung vorsichtig. Und man hat nur ganz wenigen Menschen voll vertraut. Also dieses ewige Misstrauen dem anderen gegenüber. Ich habe am Heidespaziergang mit meiner Frau, meinem Sohn und Bekannten teilgenommen. Der Protest richtete sich gegen die Asphaltierung eines Hauptweges in der Heide. Plakate gab es nicht. Es war wie eine Wanderung. Wobei wir in dem Sinne Unterschriften noch versucht haben zu sammeln von Leuten, die da lang gingen. Mit Sicherheit auch wir hier von der Stadtsicherheit angesprochen haben. Henry Schramm ist Mitglied der ökologischen Arbeitsgruppe Halle, einer Umweltgruppe unter dem Dach der Kirche. Gemeinsam organisieren sie Protestaktionen. Mit dabei ist auch immer die Stasi. Es ist schon erstaunlich, wenn man dann jemanden sieht, der seine Frau fotografiert, was ja erstmal nicht ungewöhnlich ist. Aber wenn das mit einem Teleobjektiv macht, wo man eigentlich den Leuten die Sommersprossen runternehmen kann. Das fiel schon auf. Ja, und vor allem, wenn er mehrere Fotos machte und immer so, dass zwischen ihm und seiner Frau wir standen oder hinter der Frau standen.
Montag bin ich dann wieder zu meiner Arbeit und dann kam dieser, wie immer, ein Anruf. Und da wurde ein Termin ausgemacht. Wenn ich in dieses Haus kam und es waren Leute da, dann habe ich erst mal grundsätzlich nie geklingelt. Sondern habe erst am Klingelschild geguckt, bis diejenigen weg waren. Ich bin dort bis in die 11. Etage gefahren und gleich neben dem Fahrstuhlschacht war eine Einraumwohnung. Am Anfang wurde etwas Unverbindliches gesprochen. So, wie geht's der Familie? Was macht die Arbeit? Es gab eine kleine Kochnische. Da hat der Führungsoffizier mal Kaffee gekocht. Naja, im Laufe der Zeit hat er natürlich gewusst, dass ich den Kaffee mit Zucker trinke. Dieses persönliche Verhältnis hat sich herausgebildet, einfach durch das jahrelange Kennen. Ja? Man hat über Jahre zusammengearbeitet. Henry Schramm ist bereits seit Anfang der 70er Jahre ein IM, ein inoffizieller Mitarbeiter. Er schreibt regelmäßig Berichte und trifft sich mit seinem Führungsoffizier. Ich glaube, dass ich in den ersten Jahren das durchaus aus Überzeugung gemacht habe. Ich habe an dieses System geglaubt, ich habe auch an die DDR geglaubt. Später hat sich das gewandelt, aber dann versucht, damit zu leben. Das ist auch nicht so einfach gewesen. Die Frau hat ja davon nichts gewusst, das hat keiner der Verwandtschaft gewusst, von den Bekannten keiner, also im Prinzip niemand. Frag mich mal, wer das hier ist. Bei dem Treffen ging es dann um die Heidewanderung. Da waren schon die Fotos da, was ja für DDR-Zeiten fast ein Unding war. Ja, ich konnte mich bewundern, ich konnte andere bewundern drauf. Und ich sollte dann schon einen Bericht schreiben über, wer hat das organisiert an dem Tag und wer war dort mit da, wen kannte ich, was wurde gesprochen, solche Dinge. Dann habe ich ziemlich konkret das aufgeschrieben, was ich aufschreiben wollte. Sollte, wollte. Henry Schramm hat den Decknamen Walter. Was die Umweltgruppe plant, darüber schreibt er in seinen Berichten. Auch die Struktur der Gruppe verrät der IM Walter. Man bekommt mit der Zeit eine bestimmte Routine und man lebt ein zweites Leben auch. Ja, vielleicht ist es auch nur wirklich zu überstehen, indem man das eine ausschalten kann, wenn es nicht gebraucht wird. Henry Schramm bleibt bis Ende 1989 inoffizieller Mitarbeiter. Da spielt Angst und Feigheit eine Rolle. Nicht die Angst vor der Staatssicherheit, das war die Angst vor der Verantwortung meiner Familie gegenüber. Ich musste es meiner Frau dann erklären, meinem Sohn, meiner Verwandtschaft, meinen Freunden, meinen Bekannten und der Umweltgruppe auch. Mit Offenlegung meiner zweiten Tätigkeit wäre das alles vorbei gewesen. Und das wollte ich nicht. Die inoffiziellen Mitarbeiter sind für die Stasi unersetzlich. Sie liefern die wichtigsten Informationen aus allen Bereichen der Gesellschaft. Ihre Motive sind unterschiedlich. Überzeugung, Karrierestreben, Angst oder Erpressung. Ende der 80er Jahre gibt es etwa 174.000 inoffizielle Mitarbeiter. Damit ist jeder hundertste Einwohner der DDR ein Spitzel. Die immer perfektere Überwachung kostet Geld, viel Geld. Obwohl die DDR pleite ist, kann die Stasi aus dem Vollen schöpfen. Zahlreiche Tarnfirmen und Geschäftspartner sitzen im Westen. Für 128.000 D-Mark liefert eine holländische Firma zwei Lügendetektoren nach Ost-Berlin. Marode Wirtschaft, politische Bevormundung und Überwachung. Die Unzufriedenheit im Land nimmt ab Mitte der 80er Jahre immer mehr zu. Mit größerem Eifer und Aufwand reagieren die Staatsorgane. Eine besondere Rolle bei der Überwachung spielt die Abteilung M des Ministeriums für Staatssicherheit, die Postkontrolle. Sie ist Chefsache und direkt Mielke unterstellt. In der DDR ist die Wahrung des Post- und Fernmeldegeheimnisses in der Verfassung festgeschrieben. Doch der Artikel 31 kümmert die Stasi nicht. In den Postämtern werden die Briefe nach Postleitzahlen vorsortiert. In getarnten Dienststellen, im Postgebäude
oder in unmittelbarer Nähe sitzen hauptamtliche Stasi-Mitarbeiter und befahnden die Briefe. An ihrem Arbeitsplatz stehen Fahndungstafeln mit Namenslisten. Alle Briefe werden herausgesucht, deren Absender oder Adressat auf der Liste stehen. Oder wenn die Handschrift zu einem potenziellen Staatsfeind gehört. Oder wenn ein Brief einfach nur verdächtig erscheint. Die Fahnder sind in der Lage, hunderte von Schriften zu erkennen. In Rostock bringt ein Kurier die herausgesuchten Briefe in das Gebäude der Postkontrolle. Die Postkontrolle, die Abteilung M, war ja eine besonders konspirative Abteilung, die sehr geheim arbeitete und die es eigentlich gar nicht gab nach außen hin. 8 bis 17 Uhr war generell in der Staatssicherheit Regelarbeitszeit. Wer 7:30 nicht da war, war schon ganz schlecht angesehen. Mein Sachgebiet war eben Kirche, Intelligenz, Universitäten, Schulen, alles, was so eingeschätzt wurde. Während seiner Armeezeit hat sich Gerd Reinicke von der Stasi anwerben lassen. Seit 1979 arbeitet er als hauptamtlicher Mitarbeiter in der Abteilung M. Die Experten in der Technik wussten, welchen Brief man mit welcher Technik öffnet. Durch jahrelange Erfahrung, Schulung. Also sie sortierten eben Sonderöffnung aus, wo es vielleicht Probleme gab, die über eine Maschine zu jagen. Ne? Dann nächste Kategorie Handöffner, das heißt, die wurden richtig wie auf so eine Art Campingkocher mit Dampf geöffnet. So simpel, wie sich Großmutter das mit ihrem Teekessel auch vorstellt. Aber es war erstaunlich, wie schnell und sicher die das im Griff hatten. Es gab ja Briefe, die sehr sorgfältig verklebt waren. Und genau das machte sie ja höchst verdächtig. Da musste dann ja reingeguckt werden. Und wenn die so sorgfältig mit Klebestreifen verklebt waren, dann gab es eben auch jemanden, der darauf spezialisiert war, diese Briefe so mit Lösungsmitteln und so genauso zu öffnen, dass kaum oder keine Spuren hinterblieben. Bereits 1975 wurde der Öffnungsautomat 10-10 entwickelt. Mit dem Automaten ist es möglich, mehrere hundert Briefe in der Stunde zu öffnen. Danach kommen die Briefe in das Referat Leser. Und dann wurde da ganz tiefschweigend still gelesen. Pro Kopf 750 bis über 1000 Briefe am Tag. Das war Schwerstarbeit in meinen Augen. 90.000 Briefe werden täglich aus dem normalen Postkreislauf landesweit umgeleitet und gelesen. Es kam immer wieder vor, dass geschrieben wurde. Und schönen Gruß an meine Mitleser. In der Anfangsphase hat das schon gewirkt, insofern, dass ich mich irgendwo bei ertappt fühlte. Das ist so komisch, wie es klingt, obwohl ich nie einen Zweifel hatte, dass das legal ist, was ich da mache. Noch in den 70er Jahren war es der Stasi wichtig, vor allem den Postverkehr mit dem Ausland zu überwachen. Das ändert sich in den 80ern. Jetzt wird die Inlandspost zunehmend zum Schwerpunkt. Normerfüllungen und Normerhöhungen bestimmen den Arbeitsalltag der Postkontrolleure. Wir waren kaum noch in der Lage, das alles ordentlich zu bearbeiten. Der Genosse sowieso liest 800 Sendungen und der sowieso schafft nur 600. Das, woran liegt das, müssen wir uns fragen. Will der Genosse nicht oder kann er nicht? Und so wurde auf Parteiversammlungen agiert. Die Leute, man wurde richtig massiv unter Druck gesetzt. Wer da bestimmte Normen nicht schaffte, das hatte dann auch Folgen auf Beförderung und Vergütungsstufen und ähnliches. Man versuchte, ein Leistungsprinzip aus der Produktion zu übernehmen. Der Chef sprach dann auch immer von unserer Produktion von Sicherheit. Wir müssen die Produktion von Sicherheit erhöhen. In allen Dienststellen gibt es Beauftragte für die neuere Bewegung. Sie sollen den Erfindungsgeist der Kollegen wecken, damit die Überwachung verbessert werden kann. Auch die Mitarbeiter der Postkontrolle fühlen sich aufgefordert.
in einer neueren Bewegung war ich auch aktiv, hatte ja immer neue Ideen, um das alles effektiver zu gestalten. Und dazu habe ich dann einen sogenannten Bearbeitungskopf entworfen, auf dem einfach nur diese Schlagworte standen, nachdem diese Inhalte eingeschätzt wurden. Und der wurde immer mit drauf kopiert und mit einem roten Kreuz versehen. Dadurch sparten wir das jedes Mal mühsam, das alles mit Bleistift darauf zu schreiben. Es diente ja der Verbesserung der Überwachung letztendlich. Ich hatte für den Moment die Vorstellung, als junger Mensch kannst du hier auch was bewegen. Die Kopien der verdächtigen Briefe werden quer durch die DDR zu den Stasi-Dienststellen geleitet, in denen Absender oder Adressat weiter bearbeitet werden. Möglichst schnell und unauffällig landen die Originalbriefe wieder im normalen Postkreislauf. Die Praxis, den Einblick, den ich immer mehr bekam, der zeigte mir, dass es irgendwo nicht nur darum ging, Schaden von der DDR abzuwenden und den Bürgern der DDR, sondern dass man die Staatssicherheit, die Partei, den eigenen Bürgern überhaupt nicht traute. Ende der 80er Jahre nimmt der Überwachungsapparat absurde Auswüchse an. Doch zunehmend wächst der Widerstand gegen die Staatsgewalt. Die SED-Führung agiert hilflos. Die Stasi versucht, sich mit aller Kraft gegen die Abwärtsbewegung zu stemmen. Mobilisiert die letzten Reserven, um der immer größeren Unzufriedenheit im Lande Herr zu werden. Man spürte allgemein, dass jetzt wenig Orientierung von der Parteiführung kommt. Und gleichzeitig spürten wir als MFS, dass natürlich die sogenannten staatsfeindlichen Aktivitäten zunahmen. Die zugespitzte operative Lage war eben auch ein Ausdruck der zunehmenden ökonomischen und politischen Destabilisierung der DDR insgesamt. Mitte 89. Noch haben die Sicherheitsorgane die Kontrolle im Land. Doch täglich wird es schwieriger für sie. Der innenpolitische Druck wächst. Etwas wird passieren, spüren die Menschen. Damals in der DDR. Es war eine lange, kalte Zeit. Du wohntest nah und doch so weit. Du warst damals in der DDR und ich dachte, ey, wie schön das wäre, wenn die Mauer fällt. Ja, das wollen wir sehen.